dieses noch einmal zu wiederholen, da ich nicht erfasst habe, worauf diese Diktion hinausgeht. Es handelt sich hier um die Frage, wer die eigentlichen militärischen Sachbearbeiter des obersten Befehlshabers der Wehrmacht, Hitler, in großen Planungen waren. Dazu hatte Herr von Brauchitsch das gesagt, was Sie ja gehört haben, und Herr Halder hatte Folgendes gesagt. Militärische, fachliche Angelegenheiten oblagen der Verantwortung der dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht unterstehenden Wehrmachtsteile, das heißt dem Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe. Ist das so? Ich habe es erlebt, dass wir die Befehle über militärische Maßnahmen von dem Oberkommando der Wehrmacht bekamen. Wie zum Beispiel auch diese Weisung Nummer 21. Ich habe als die verantwortlichen Bearbeiter angesehen, die ersten militärischen Ratgeber Hitlers im Oberkommando der Wehrmacht. Wenn Sie die Weisung 21 gesehen haben, dann wissen Sie auch, wer sie unterschrieben hat. Wer war das? Soweit mir erinnerlich, waren sie von Hitler unterschrieben, von Keitel und Jodl abgezeichnet. Was heißt? Soweit mir erinnerlich. Aber jedenfalls von Hitler unterschrieben. Wie alle Weisungen, ist das richtig? Jedenfalls die meisten Weisungen, wenn sie nicht in seinem Namen durch andere Persönlichkeiten unterschrieben wurden. Der Wehrmacht gegeben hatte. Danach bestand also in allen Planungen, die sich übrigens auch aus Ihrer Erklärung wohl ergibt, bei der Ausarbeitung solcher Angriffskriege, Planungen, eine enge Zusammenarbeit zwischen Hitler als obersten Befehlshaber der Wehrmacht und dem Generalstab des Heeres. Ist das richtig? Diese Zusammenarbeit besteht zwischen der obersten Führung und allen Teilen, die mit der Durchführung von Befehlen der obersten Führung beauftragt sind. Ja, aus Ihrer Erklärung an, dass es Hitlers Absicht war. Es war aus der Art des Auftrages zu entnehmen, dass diese theoretische Vorarbeit auch ihre praktische Durchführung erfahren würde. Ferner haben Sie gestern, wenn ich Sie recht Pardon. You must go slower. Ferner haben Sie gestern gesagt, dass keinerlei Nachricht, Ausnahme des allerletzten. Wissen Sie ungefähr, was in dem letzten Telegramm stand? In dem letzten stand, war kurz skizziert, die Leistung, die die Armee vollbracht hat, und herausgestellt, dass dieses Nicht-Kapitulieren als Beispiel für die Zukunft gelten möge. Die Antwort darauf war, glaube ich, Ihre Beförderung zum Generalfeldmarschall. Es ist mir nicht bekannt, dass das eine Antwort darauf war. Aber Sie sind doch zum Generalfeldmarschall befördert worden und tragen auch diesen Titel, denn die Erklärung, die ich eben dem Gericht vorgelegt habe, ist unterzeichnet Paulus,
Generalfeldmarschall. Dazu muss ich erklären, dass welche diese Erklärung hier. Ja? Diese Erklärung ja. Hier. Ja, ich muss ja den Titel nehmen, der mir verliehen worden ist. In dieser Erklärung, die ich dem Gericht als Beweismittel vorgelegt habe, findet sich der Schlusssatz: Ich trage die Verantwortung dafür, dass ich die Durchführung meines Befehles vom 14. Januar 1943 über Abgabe aller Kriegsgefangenen, das heißt alle russischen Kriegsgefangenen, natürlich, an die russische Seite nicht überwacht habe und für die dadurch entstandenen Todesfälle, das heißt also auf russischer Seite, jawohl, ferner, dass ich mich der Gefangenenfürsorge, also auch für, jawohl, die Gefangenen, russischen Gefangenen, nicht mehr gewidmet habe. Mir fällt auf, Herr Zeuche, und ich bitte mir darüber eine Erklärung abzugeben. Warum haben Sie denn in diesem ausführlichen Schreiben die Hunderttausende von deutschen Soldaten ganz vergessen, die unter Ihrem Oberbefehl standen und unter Ihrem Oberbefehl Freiheit, Gesundheit und Leben verloren haben? Kein Wort davon. Nein? Nein. Darum handelte es sich in diesem Schreiben nicht. Dieses Schreiben an die Sowjetregierung setzte sich auseinander mit dem, was in dem Kessel von Stalingrad der russischen Zivilbevölkerung und den russischen Kriegsgefangenen angetan worden ist. An diesem Platze konnte ich für meine Soldaten hier nicht sprechen. Kein Wort finden. Nein, konnte ich hier nicht sprechen, sondern das... Völkerrechtliche Verträge durchgeführt werden. Es war mir klar, dass ein Überfall nur erfolgen konnte unter Verletzung des Vertrages, der seit dem Herbst 1939 mit Russland bestanden. Ich habe sonst keine Frage, Herr Präsident. Danke sehr. Und ich darf sagen, dass Sie trotz Ihrer schweren Bedenken und Kenntnis der Tatsachen, die den Krieg gegen Russland als Angriffskrieg und verbrecherischen Überfall erscheinen ließen, es für ihre Gehorsamspflicht gehalten haben, den Befehl der 6. Armee zu führen und Stalingrad bis zum letzten zu halten. Ich habe gerade erläutert, dass ich damals, als ich den Befehl übernahm, den Umfang des Verbrechens, das in der Eröffnung und Durchführung dieses Eroberungskrieges lag, nicht in dem Umfang und in der Schärfe erkannt hatte und erkennen konnte, wie es meine Erfahrungen, die ich als Oberbefehlshaber der 6. Armee bei Stalingrad sammeln musste, dann ergaben. Aussage. Einmal erwähnt, dass Sie als die Schuldigen an diesem Krieg auch die Hitler-Regierung betrachten. Stimmt das? Ja, das habe ich. In Ihrer schriftlichen Aussage, die Sie unter dem 9. Januar 1946, und zwar, wie es heißt, in einem Kriegsgefangenenlager abgegeben haben, steht davon nichts. Wenigstens habe ich bisher nichts davon gefunden. Dieses Schreiben hat damit auch nichts zu tun. Das ist ein Schreiben an die Sowjetregierung, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, mit den Fragen, wie sie in der Hauptsache die Erscheinungen, die bei der 6. Armee in Russland vorgekommen sind, und mit meinen persönlichen Erfahrungen befassen.